Geht schon bitte, trink! Ich trinke jetzt nichts. Michi? Geht schon, Dominik, trink! Ich trinke jetzt nichts. Okay, okay. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von... Dominik, du musst... C! Die Österreicher haben den Vorteil, dass sie Z sagen dürfen und nicht Sie sagen müssen. So, hi, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von WZ. Wir haben ja gesagt, wir werden das so mischen, so ein bisschen DZ, ein bisschen WZ, weil es sind ja auch genug Updates rausgekommen mittlerweile. Ich meine, mir fällt keins auf. Und wir haben hier einen besonderen Gast, nicht den da und nicht den da, weil das ist der Dominik, den kennt man eh schon. Und das ist der, wer ist denn das? Das ist der Mythenakte von YouTube. Genau, da mach gleich da hier Werbung. Machen wir schon gerne. Welche, du schaust dick aus. Die Weste passt noch nicht. Die hat er mir gegeben. Die habe ich ihm geschenkt. Du bist nur eifersüchtig, dick aus. Dominik. Ich schau dick aus, ich bin nicht eifersüchtig. Ich schau ein bisschen dick aus. Ich schau trotzdem dick aus. Ja, ich hab, du schaust, ja, die muss schützen. Ein Ritter schaut auch nicht dünn aus. So, ja, das war schön. Okay, gut, dann gehen wir mal, wo gehen wir denn eigentlich hin, Leute? Haben wir einen Plan oder? Ich würde sagen, wir kämpfen uns mal durch Whitestone, oder? Ich, wo ist denn das? Also du willst... Das ist direkt vor uns. In die Stadt willst du reingehen? Das schaffen wir locker, oder? Ich weiß nicht. Ich meine, anhand... Wir schicken Dominik vor, mit Taschenlampe. Ich habe keine Taschenlampe, ich habe nichts, Leute. Willst du meine haben, Dominik? Willst du meine haben, Dominik? Ne, komm, kriegst du mir eine Taschenlampe. Darfst meine Lampe angreifen. Komm, Dominik, da liegt meine Lampe. Nimm meine Lampe! Ich will sie nicht, komm jetzt. Ich wollte dir helfen. Wollte dir einmal helfen und dann nimmst du es nicht an. Bisschen enttäuscht. Deine Hilfe kann ich verzichten. Ich wollte mich gerade bessern und meinen Ding, den Dominik, so ein bisschen zu necken. Wollte ich gerade reduzieren. Indem ich hier ein Freundschaftsangebot anbiete und der kackt mir wörtlich ins Gesicht. So. Hier kann man nicht trauen. Was? Was? Jetzt hast du mich enttäuscht. Schau, ob ich rechts daneben ist es. Wir haben die Witterbauer Kaiser, der uns noch eine Sau Tobias schuldet. Tobias. Ist er das? Was? Genau, Tobias. Nein, das ist er nicht. Das ist er nicht, gell? Das sind sogar zwei. Das ist ein Liebespaar. So. Oh la la, ein Liebespaar. So, ich habe schon wieder so einen kritischen Sound. Ich auch. Darüber können wir uns ja jede Folge aufregen. Weil du halt also das ist nicht mal, wie gesagt, es ist nicht mal atmosphärisch, es ist einfach nur... Es ist nur Nerven. Und man kann es auch nicht ausschalten. Das ist... Warte, da rennt doch wer. Das sind Zombies. Ja, aber warum fängt er auf einmal an zu laufen? Das verwirrt mich. Die Gesamtsituation überfordert mich, Dominik, ne? Ach so. Dominik, kriegst du gelangweilt? Ist was los? Nein, es ist nichts los. Ich glaube, er ist nur traurig, weil er keine Waffen hat. Ja. Nein, ich krieg schon noch welche. Aber ich habe dir meine Lampe angeboten. Darfst meine Lampe angreifen. Übrigens, ich spiele mit der Frau Meier. Das ist... Oh, okay. Mit der lebendigen Frau Meier. Mit der Frau lebendigen Frau Meier, mit der hübschen. Und wollen wir uns durch die Stadt irgendwo... Nein, also mittendurch würde ich jetzt nicht, würde sagen, wir gehen drumherum, ist meistens sicherer. Also von der Erfahrung her habe ich anders nie überlebt. Ich, boah, mir keucht der Wind. Oh, oh mein Gott, Dominik, das war Shit! Okay, what the fuck? Ich bin überfordert. Ich bin mit der Gesamtsituation nicht zufrieden. Okay, bitte, Rückzug. Rückzug, Mitte, links! Links, Mitte! Ich hab ihn! Dominik, hast du das gesehen? Aus der Hüfte! Der wie der John Wayne! Super! Und jetzt können wir durchgehen, wenn wir jetzt mal alles. Das ist viel lustiger schießen als immer nur sneaky. Ich weiß, das ist viel lustiger. Aber ich hab jetzt ein ganzes Magazin verbraucht. Ja. Wie viel hast du noch? Dominik, ich hab dir gesagt, du kannst gerne meine Lampe haben! Boah! Wieder John Wayne erst. Warte, nennst mich nicht Kapuzenwurm, nennst mich John Wayne! Boah, ich schieß so viel daneben. Pass auf, lass mich den, der kennt mir, pass auf! Lucky Luke, Motherfucker! Puh, das war knapp. Das war Lucky Luke, man. So, jetzt packe ich mal die richtige Waffe aus. Oh, Dominik, das ist jetzt nicht, das ist jetzt ab 18. Die dürfen wir nicht hinschauen. So, wir haben etwas mehr angelockt. Und Unlimited Munition haben wir auch nicht. Dominik, Achtung! Mitte, komm her zu uns! Dominik, ja, du bist im Kreuzfeuer, Mann!
100% sicher. Oh, wir sind hinterm Zaun. Okay. Ja, hier. Warte, ich schieß schon, okay? Oh mein Gott, der Part ist so chaotisch. Der geht nicht lang. Ich habe nur noch 6 Schuss. Dominik, komm zu mir. Ich möchte ja irgendwo eine Waffe. Ja, aber holen. Wir müssen uns mal verstecken. Ja, das kommt davon. Bitte. Hilfe. Ich habe ihn gekillt. Ich bin fast tot. Echt? Brauchst du Bandagen? Kann ich dich verbandagieren? Nein, ich hab gar nichts. Schnell, Frau Meier. Wo? Ja, Herd, ich habe nur noch 4 Schuss Munition. Wie schnell ist vor? Wir sind ja nicht im Krieg. Das ist Survival, Dominik. Ah, danke. Okay, Bitte. Aber ich brauche Bandagen. Ich habe dir gerade eine gegeben. Gehen wir mal in den Shop rein. Ich habe dich hier gerade du blutest doch immer? Ja, es ist eine Animation. Erst, die lassen das ganze Geld liegen. Ja, für was brauche ich Geld in einer Apokalypse? Du kannst damit Sachen kaufen. Ich brauche OBs. Emanzipation, Kinderleins. Komm, wir gehen darüber. Aber cool, also es macht eigentlich ziemlich Spaß, drum zu ballern. Zu sterben ist weniger lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Nein? Schau, Dominik, den mache ich mit der Lampe aber jetzt, weil jetzt reicht's mal langsam, weil ich kann ja nicht hier. Komm her da, Mister, komm her da, lass dich passieren. So, das Kampfsystem ist immer noch so taktisch wie eh und je, einfach draufhalten und einfach mal so. Das macht Spaß, ja. Das überhaupt nicht Fahrt. Nein, überhaupt nicht. Aber da liegt was. Instant Oatmeal. So, komm, wir gehen da rüber. Nein, das Kampfsystem ist eine Frechheit. Warte, da ist was. Bandages. Ah! Super. Ich geb's dir. Oder brauchst du Dings, brauchst du... Warte. Ich mach alles. Ich mach Painkillers. Okay, warte. Ich benutze es bei dir. So, fertig? Ja. Perfekt. Oh, ich bin schon fast bei den Knien wieder. Na bitte. Das läuft. Dominik, auch wenn das nicht viel ist. Dominik, da liegt wer. Ich weiß. Munition, Saiga. Weiß nicht. Vielleicht, ich brauch... Was ist Saiga? Warte, ich nehm's mal auf. Ist es vielleicht für die Dings? Oh je. Was ist denn? Michi. Was? Da liegen Dominik seine OBs. Oh. Ich? Nein, warte mal. Mythe? Hamsteins? Hier geschissen? So, da liegt Saiga. Was auch immer Saiga ist. Nein. Brauche ich glaube ich nicht, aber ich nehme es mal. Nimm es mal, ja. Nein, das ist... Man muss schon lieb sein, auch in der Gruppe. Ich würde den Dominik nie anschießen, das ist lieb genug. Nein. Dominik, ja. Komm, Dominik, geh zu mir, komm. Willst du meinen Helm? Nein, ich will nicht. Da hinten ist was. Da ist was? Was möchte ich jetzt haben? Gehen wir da rein? Machen wir Radau. Kannst du deine Taschenlampe auspacken? Soll ich? Ich packe meine Lampe aus. Sie ist lang und ja, stark. Und stark. Ja. So zweideutig. Was haben wir denn da? Ich glaube, da liegt Pekilos. Echt? Aber also, das sind die, es gesehen. Okay. Juhu. Hübsch. Hab wieder Hälfte Leben. Yeah. Was ist das? Granulapa. Warum? Naja, gut. Snickers dürfen sie nicht hinschreiben. Was? Ein schlecht ausgestatteter Supermarkt. Markt, ja. Da wirklich? Also, boah, jetzt kommt schon wieder Soundeffekt. Also, nennen wir es nicht Soundeffekt, nennen wir es. Unangenehmes Geräusch. Na, irgend sowas. Warte, drüben gehen wir da auch rüber. Aber ich glaube, wenn wir laufen, ist es blöd, oder? Blöd, ja. Dominik, ich laufen. Wir machen lieber so. Aber ich gehe, als hätte ich mich angeschissen. Jetzt mal ehrlich. Schaut euch die Ganganimationen. Es ist nicht gerade einer Lady entsprechend. Ja, auf jeden Fall. Also ich schaue, als wäre ich gerade von der Operation kommen und könnte mich nicht bewegen. Also so, warum strecke ich den Arm so weg? Aber ich bin auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn ich so gehe. Das stimmt. Weil jeder glaubt, ich bin ein Zombie. So. Und jeder glaubt, der hat sie auch geschissen, der leidet schon nur. Genau, so hieß es. Der hat. Ja, gehen wir weiter. Der leidet schon nur. Ja, gut, dann rein ins Gebäude mit uns. Aber da liegt einer. Da liegt ein Spieler oder ein Zombie? Ein Zombie. Ach so. Da ist auch ein Cabriolet. Aber überall höre ich diese Windspiele. Auch hübsch, also die Stadt ist sehr windspielverliebt. Da ist nichts drinnen. Was ist denn das für ein Kaff? Warte, schreibt mir einen Moment. Moment. Oh, Moment. Das ist zum Glück global, nicht nah. Ja. Aber ich höre schon wieder tolle Soundeffekte. Ich habe übrigens ein Spiel relativ leise, also wenn Schüsse sind, sagt's mir Bescheid. Okay.
Ich höre es, also ich will es jetzt eh nicht hören, weil ich höre da wieder die Kack-Soundeffekte, die mir das ganze Spiel viel schwerer machen. So, wo gehen wir hin eigentlich, Leute? Wo wollt ihr hin? Wo kann man da noch hin? Weil hier ist ja, was ich so sehe, hier ist weit und breit ziemlich... Da hinten ist die Großstadt, ja. Für den Kuhfladen, ich weiß nicht, also hier ist es ziemlich schlecht. Na, dann gehen wir zur Großstadt, würde ich sagen. Ja gut, dann... Wenn wir uns das trauen, dann machen wir das. Ja, gehen wir so. Schaut sicher gut aus. Also der Sniper hat sie überhaupt nicht schwer, wenn man alles... Warte, da steht wer auf, da steht wer auf. Ein Zombie? Kannst du... Okay, so. Ach, da stehen viele mehr auf. Ja, das haben wir gerade, bemerkt. So. Oh, ja? Who's shooting in Cherno? Bleib nicht. Ah, da liegt Geld. What the fuck? Das war ein Bankier. What the fuck? $65 sind so ein Geldhaufen. Habe ich dich getroffen vorhin? Nein, gut. Aber ich hätte den Zombie getroffen schon wieder. Mich auch einmal. Komm, wir gehen. Da kommen schon wieder mehr. Laufen wir weg. Ja, aber wir können ja nicht fliehen in dem Spiel, oder? Oh ja. Wie? Dann bist du aus dem Bereich, wenn du der Zombie bist. Einfach laufen. Laufen mal mit dem Ball. Okay, okay. Warte, da ist es oben. Da ist eine Box. Also. Wasser, ich nehm Wasser, ich nehm Wo Wasser. Lauft hin? Keine Ahnung, Wasser. Es sind 1000 Zombies. Ja, hinten. So. So, Faggots. Ich bin der König, I'm the King of the Hill. Faggots. Dann bist du hin. Ich bin hier King of the Hill. Wer steht auf der Box? Ich, King of the Hill. Oh. Tja, das wirst du nicht überleben. Nennt mich Ötzi. What the fuck, das sind uviel Zombies. Ja gut, aber ich hab sie, glaube ich, gut abgelenkt. Du hast überhaupt nicht abgelenkt, sie laufen uns. Ja, euch, aber mir nicht. Ich meine, wenn ihr alle auf die Box gehüpft seid, dann würdet ihr erstens auch King of the Hill sein und zweitens, ja. Das schießt wer? Ich. Ja. Ich hab grad die ganze Horde gekillt. Ja, wie viel Magazin hast du denn noch? Warte, ich hab ne Flashlight, komm, lass uns mal ein paar übrig. Ich mach's ja. Eines noch da. Ja, soll ich aber den. Hol dir, ich massiere, ja, komm her. So, kriegt ihr wieder hier Dominik sammelt mein hart verdientes Flashlight Penetration. Ja, einmal wollte ich auch mal Geld ausgeben. Genau. So, Manni, ich hab auch, wie viel? Oh, $53, was bringt mir das? Du kannst damit, glaube ich, im Marktplatz was kaufen sogar. Ja, du kannst jetzt einen schon? Hammer kaufen, ein genau, Messer, einen Hammer oder so. Aber sind die Messer teuer? Ist es im Vergleich teuer oder geht es? Die sind echt teuer. Ich glaube, ein Messer kostet $6,000. Ja, das zahlt sich ja super aus. Also, das ist ja ein Witz. Also mal ehrlich. Nein, 800 sind, glaube ich, die Ingame-Währung. Ja, aber nein, 8000 kann auch nicht sein, dass ein Messer kostet. Weil ich habe vorgeschaut, Baseballschläge kostet, glaube ich, 30 oder so. Also es kann nicht sein. Ja, aber Ingame-Geld, oder? Ja, ja. Aber das ist ja kein Ingame-Geld. Das ist... Ja, ja, ja. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das so teuer ist, aber ich finde es einfach übertrieben. Genau, es ist übertrieben. Weil du kannst dich verlangen, dass ein Messer 8.000 oder 6.000 kostet, wenn du es durch den Stadtspaziergang findest. Also ich finde ehrlich, ich finde $50 für ein Messer okay. Weil in dem Spiel ist eh alles so rar, da musst du es nicht noch gut teuer machen. Finde ich. Also das die stimmt. Sind schon sehr kommerz, muss man schon sagen. Aber sie haben ja auch Rubik Probleme bekommen. Also WhatsApp schwimmt ja gerade im Skandalfluss. Ja. Also das ist ja wirklich. Ich habe schon wieder tollen Soundeffekt. Also einen eher. Ich habe schon mitbekommen, dass die Leute lieber das Forum lesen wegen den ganzen Skandalsachen, als wie zu spielen. Ja, ja. Mhm. Also es ist kein Soundeffekt, es ist ein Störeffekt. Dominik, was hast du da in der Hand? Hast du... Wo? Du hast es in der Hand. Sieht aus, hättest du mit dem Rubel losgeworden und würdest es zeigen wollen. Oh ja, da. Ja, das Bandagen. Sind Bandagen, oder? Das sind Bandagen. Ja, ich habe keine Bandagen in der Hand. Brauchst du das bitte? Weil ich habe, glaube ich, was? Nein, ich habe kein auf Pasta, Granulaba, Wasser und Trinken, glaube ich. Ich habe nichts. Braucht ihr irgendwas zum Trinken oder Essen? Ja, meins ist rot, aber nur das Zeichen ist rot. Ja, was brauchst du denn? Trinken wäre das. Warte, ich hab, glaube ich, sogar... Ich hab's. Ja, ne Wasser haben wir. Was darf sein? Wasser-Cola? Ein Wasser gönn ich mir. Welches? 375 Milliliter oder die 1 Liter Flasche? Das kleine reicht mir dabei. Das kleine. Ich glaube jetzt. Bitte jetzt trinke schön. Ich was. Ich bin ein wandelnder Supermarkt. Demnächst gibt's auch Milch bei mir zu kaufen. Ich fange. Das ist schön. Ja, ich fange jetzt mit Wasser an und arbeite mich dann rauf. Der Karriereleiter. Und was ganz praktisch ist, dass der Urin lässt sich super als Bier verkaufen. Also das rennt gut. Du meinst, das rennt gut? Es rennt, ja, es rennt und rennt. So, wenn wir mal mit der Waffe equipen.
Es wäre geil, wenn es so einen Shortcut gibt, dass ich die Waffe schnell wechseln kann. Also Q oder so. Das wäre super. Mit Q kann man sogar wechseln, aber nur bei den Großen. Ja, also so. Aber das wäre nice, wenn ich von Nahkampf schnell zu Fernkampf habe. Ja, das finde ich auch, dass das gemacht gehört. Ja. Man kann nur mit Q von der M16 zur Pistole wechseln, das geht. Ja. Ja, ja. Ich bin auch der einzige Sheriff, also ich habe den einzigen, der einen Stern hat, möchte ich kurz zeigen. Bin ein Sheriff, habe mich bewährt. Ich muss nur wieder angeben. Genau. Hab am meisten Geld ausgegeben für das depperte Spiel. Achtung, ah! Okay. Ja, das sind, da kommen aber auch sicherlich mehrere. Also ich würde sagen, ich bin empört. Der Sheriff. Die wollen mich alle grapschen. So, wo. Geh mal hinten zum Bürogebäude dort hinten. Das ist offen. Wo siehst du da eigentlich? Ah, ich sehe schon. Oh mein Gott, also ich meine, sie haben schon mehr Zombies gemacht als sonst, oder? Ja, es sind viel mehr. Ja. Ja, das ist ja wirklich ein. Wie? Na gut, du kennst es aber realistisch. Es ist realistisch, ja. Ich habe schon wieder einen Störeffekt. Ich auch. Extrem laut. Da vorne ist der Heli, in der Mitte auf der Straße. Oder? Ah ja, haben sie den dazu gespawnt? Nein, der war schon immer da. Echt? Da war ich noch nie in der Stadt. Warte, wollen wir da reingehen? Da gibt's sicher was. Nein, da ist ein Polizist. Das spawnt nichts. Nein, Polizist hat aber sicher Munition, oder? Also, komm, ich hab eh eine Taschenlampe. Was ist deine, ist mal wurscht. Okay, dann machen wir das. Komm her. Also, du magst das, wir schon zu. Nee, ich hab eh Flashlight, also. Dann haben wir auch super. So, ich bin der Sheriff in der Stadt, du Blödmann. Geh weg. Gib mir meinen Job weg, der Lümmel. So, komm. Gib auf. Ja, so. Sag, das ist doch ein Spawnbug. In diesen Häusern spawnt, glaube ich. Der hat nicht einmal. Okay. Geht schon wieder. Ich bin nämlich nur kurz auf die Aufnahme-Passieren-Taste angekommen. So, ach so. Das ist wurscht. Ich kann ja gleich wieder drücken. So, wollen wir da. Also, da spawnt nichts, sagst du, oder wie? Ja, gehen wir dort weiter. Wir beim Heli spawnen Waffen angeblich. Hey, da spawnt was. Wo? Bandagen. Ah, ja, jemand? Hast du mir gegeben? Hopp. Bin schon drinnen. Ich hab dich geheilt gleich damit. Ah ja, ich hab's gesehen. Oh, schau, da wachsen Blumen drin. Sein Gewächshaus. Genau. Ich meine, das so schaut es bei dir zu Hause auch aus mich, oder? Ziemlich. Also bei mir ist noch ein bisschen mehr Moos. Bisschen mehr Moos. Und so Pilze wachsen auch überall. So. Ah, Geld. Ja. Ich bin der Sheriff, gell? Du läufst Gefahr, ins Kittchen zu wandern. Dominik, du blutest. Hey. Ich weiß. Wollt's gleich zum Heli gehen oder? Ja. Gehen zum Heli, weil. Ja, können wir eigentlich. Weiß auch nichts, glaube ich. Ja, gut, dann. Ich schau noch da drin. Ja, geh mal hin! Trauen wir uns ohne Dominik hinzugehen? Nein! Dominik! Sind wir zu schüchtern. Auf jeden Fall. So. Aber Dominik, du blutest! Ich weiß. Wir brauchst kein Pflaster? Es geht schon. Geht schon? So mutig, so tapfer. Ja. Oh, da liegt was drin. Ja, Dominik, nimm sie gleich. Ich schau in den Helikopter. Und, da. Ist was drinnen? Nein, ich war auf der anderen Seite, war was. Bandagen wahrscheinlich sind das. Dominik, warte! Ah ja, Bandagen. Ja. Wenn du magst, kannst du was geben. Wer bräuchtest du? Ich hab bis zur Hüfte. Wie viel hast du, Dominik? Bei die Knie. Okay, dann gib's den Dominik. Komm her, mein Schätzchen. Danke. Bitteschön. Ich empfehle, dort vorne ins Wasser zu gehen. In den Häusern liegt öfters was. Echt? Ja. Wo? Genau da geradeaus. Dort ist dann unten Wasser. Ja, na, dann gehen wir mal hin. Also, ich war in dieser Stadt schon mal. Okay, ich noch nie. Ich finde, also die Stadt ist eigentlich schon nicht schlecht. Also es sieht schon gut aus. Es sieht gut aus. Aber ja. Es hat einfach keinen Umfang, finde ich. Das ist das Problem. Es geht also in dem Spiel einfach nur ums Looten. Das ist schade. Genau, und was ich auch noch schade finde, dass noch immer die Häuser komplett leer sind. Ja, ich meine, das ist immer das Lustige, dass die Leute sagen, ja, die Zeit ist ja schon viel lange draußen. Genau deswegen sollte Warzeit ja besser sein. Weil ich meine, die hatten dann mehr Zeit, sich was abzuschauen. Genau. Für dich eigentlich. Vollkommen recht. Weil, das sind halt schon große Konkurrenten, ne? Das muss man einfach sagen, so. Da, wir haben einen... Ich bin nass geworden. Oh je, Dominik, komm her. Komm her, Dominik. Pack deine Lampe aus. Soll ich meine Lampe? Jetzt spürst du meine Stange. Was auch super ist, ich bin der Sheriff. Es spawnen hier keine Zombies. So.
Warte, wir shooten, jetzt geht's euch an den Kragen. Ach komm, jetzt ist aber Ruhe da. Nein. So. Mach da keine Mädchen. Komm, ich nehme. Dominik, schau mal. Dominik, wo bist du? Dominik ist schon weg. Nein! Ja. Komm her, Dominik, ich kann mich nicht mal hinlegen! Ja, im Wasser gibt es nicht. Schade, ich wollte den weißen Hai spielen. Dominik muss weglaufen. Ich spucke ihn, wenn ich mache. So, hier ist aber auch nichts mehr drin. Ist ein bisschen rostig ist es. Aber nur ein bisschen. Ein bisschen. Ah, da geht's rauf. Wer ist denn der? Ah. Der liegt da schon länger. Oh. Viel länger. Oh. Was ist, Dominik? Was ist? Wo bist du? Was ist? Schau um die Ecke. Ja, der liegt da unten, aber der macht nichts. Das ist sein Bruder, der liegt da unten. Ich habe auch gerade wieder den Soundeffekt gehabt, wo sich ein Spiel angeblich nähert. Echt? Ja. Oh, ist dieser Dö. Nein, das ist so ein ganz kurzes Geräusch. So ein Dö aus. Das ist super, dass man die Geräusche immer so gut beschreiben kann. Ja, die sind total schwer zu beschreiben. Dö. Also ich habe gerade dieses Dö. Ja, eins der nervigsten. Ja, nee, darauf kann man nicht, schade. Aber Dominik, wir können hier runterbrunzen. Also ich würde hier glatt ins Wasser pinkeln. So, rauf geht's auch. Das Wasser schaut doch viel zu sauber aus. Auf jeden Fall. Das ist mir gar nicht aufgefallen, das stimmt. Das sollte so grün sein eher, so wie die Donau. Genau, wie die Donau. Es gibt ja die blaue Donau. Die blaue Donau, die ist nicht mehr blau. Die war, glaube ich, auch noch nie blau. Die war immer schon grün. Würde ich auch sagen, ja. Was da drin schwimmt, da ist ja letztes Jahr eine Bombe hochgegangen. Das war in der Nähe von... War das bei uns sogar in Wien nicht? Das war in Wien, ja. Ja. Mein Vater wohnt in Hasenleiten, das ist in der Nähe von... Was hast du gerade aufgekommen, Dominik? Vantagen. Ja. Nein, aber mein Vater wohnt in Hasenleiten, das ist in der Nähe von der Donau. Also, die geht da in der Nähe durch. Und die Bombe ist hochgegangen und mein Vater hat jetzt gehabt, jetzt schützt gleich das Haus ein. Weil das so laut war, also... Das muss heftig gewesen sein, ich hätte das gerne gehört. So, waren wir da schon? Na, warte, da liegt was. Warte, ja. Ich wollte die Bandagen ihm mitgeben. So. Oh, ich habe gerade auch einen Soundeffekt. Bitte. In solchen Häusern liegt immer viel rum. Instant Oatmeal, ja, habe ich auch gerade bekommen. Ich habe ein Wasser. Ja. Da hast du auch genug hier. Ich habe einen Saft gefunden. Juice? Ich gebe dir meinen Saft. Kennst du das Lied, Dominik? Weißt du? Ich geb dir meinen Saft, gib du mir deinen. Das kommt mir bekannt vor. Thomas D. Ich hab, ah ja, so Leute, jetzt. Aber da liegt ja noch Ausbeute. Antibiotikum, wer braucht es? Du, ich oder? Ich hab es bis zur Brust jetzt. Brauchst du Pain? Was ist besser, Antibiotikum oder Painkiller? Antibiotikum ist besser, glaube ich. Reicht Painkiller aber auch aus für die Hälfte? Ja. Okay, passt. Nein, reicht nicht aus, aber es ist dann schon fast oben. Also ich habe zweimal Antibiotika noch. Warte, ich gebe dir noch was zum Essen auch. So großzügig heute. Ja, ich habe heute meinen großzügigen Tag. Dominik, wo bist du? Unten schon. Ja, willst du auch was? Ich gebe selbst Antibiotika und Bandagen. Ja, aber Essen? Da habe ich einen Saft, der gibt Essen und Trinken und Essen ist bei mir voll. Okay, passt. Dann du musst bedenken, in so einem Saft ist sehr viel Fruchtfleisch. Sehr nahrhaft. Also ich habe den Saft mit Fruchtfleisch eigentlich nie gemocht. Ich mochte immer den ungesunden, den pasteurisierten. Den Chemiesaft. Den Chemiesaft, der war mir immer am liebsten. Ich weiß nicht, ich finde allgemein das ungesunde Zeug schmeckt halt besser. Ja und nein. Aber nur ja. Also die Haribo-Kirschen mag ich mehr als die Kirschen, die was am Baum wachsen. Weißt du warum? Weil die Haribo-Kirschen haben keine Würmer drin. Hm? So. Außer du kaufst einen Sackel, wo Haribo-Kirschen und Haribo-Würmer drin sind. Ja, ta, du Fuchs. Da habe ich deinen Logikfehler erwischt. Ja. Nein, aber ehrlich, ich mag das. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, ja. Da waren wir schon, oder? Nein, Kirsch sieht schon aus. Kirsch kann man schon lassen. Ja, da waren wir schon. Da waren wir schon, ja. Ich meine, der liegt da doch immer, aber... Warte mal. Gehen wir nach rechts oder links? Zu lang in der Sonne. Links. So. Wo denn? Ah, hallo.
Warte mal, da hinten. Läuft den Zombie im Wasser. Ich denk's mir auch gerade, ja. Ich hab gedacht, so ein Spieler. Ja, ich auch kurz. Weil normal laufen die Zombies da nicht rum im Wasser. Moment! Das ist doch eine Falle! Ich rieche doch den Braten! Der ist doch aufgelaufen, oder? Ah, da laufen mehrere Zombies. Ich rieche den Braten, Dominik! Sind da Stiegen? Ja. Ja. Gehen wir da rauf. Wollen wir uns da raufwagen? Kann doch nicht sein, dass da ein Spieler war. Also ich hab ein bisschen Flitzekacke. Ich glaube, ich werde mich bewaffnen. Ich bin schon bewaffnet. Wie viel Schuss hast du eigentlich noch, Michi? 4. Du? Ein Schuss und ein Magazin. Ah, na gut, ich habe 4. Also 14 gesamt. Also ein Krieg geht sich nicht aus, aber immerhin besser als ein Stein am Schädel. Ja? So. Das stimmt. Aber ich habe bei meiner M16 noch 20 Schuss, sogar noch ein bisschen mehr. Okay, das ist gut. Ja, dann darfst aber du nicht der Erste sterben, gell? Ein kleiner Krieg geht sich aus. Ja. Naja. Nur ein ganz ein kleiner. Ein Blitzkrieg. Genau. Ein kurzer. Und dann ist vorbei. So. Okay, da ist auch keiner mehr. Oh. Hab ich da was gehört? Nein. Ein Bus. Das gibt's ja nicht. Gibt's hier keine Militärstation oder Polizeistation? Ja, das wär's doch. Das wär super, weil dann. Jetzt, wo du es sagst, jedes kleine Kaff hat eine Polizeistation, aber die Großstadt nicht. Das ist Wahnsinn. Dem sicher nicht mal eine Feuerwehr. Oh ja, die haben sie ja drin gehabt, da ist ein Auto gesehen. So, Leute. Es wird gekrochen. Ich kann unter meinem Leibwall sehen. Ja, gut gemacht, Dominik. Oder wer? Ich bin gerade. Bitte. Komm, wir gehen ins Haus rein. Da hinten ist das. Wer geht auf mich los, Leute? Ja, komm rein zu mir. Dominik! Hey. Ich hab dich schon gemacht. Dominik, wo bist du? Ja, geh mal hinten ins Verteidigungsministerium. Hilfe, Department of Defense. Hilfe. Kann man da reingehen überhaupt? Weiß ich nicht, aber es sieht interessant aus. Department of Defense. Das klingt vielversprechend. Es schaut nicht so aus, als könnten wir reingehen. Glaube ich auch nicht. Oh, ja. Ich habe gar nichts angelockt. Immer auf die kleinen Dicken. Moment. Oder die Leute, die jetzt meinen, lol, da ist ja diesmal gar kein vierter Abonnent dabei. Ja, also kein zweiter. Ja, wir haben noch kurzfristig einen angeschrieben, also wo wir die Bewerbung für würdig gehalten haben, aber irgendwie hat er dann nicht zurückgeschrieben und ja gut, war auch sehr kurzfristig. Aber wir haben auf jeden Fall gesagt, okay, er soll sich melden und wir machen weiter diese Community-Events mit anderen Abonnenten, keine Sorge, da kommt jetzt vielleicht jeden Part oder jeden zweiten oder wir mischen das einfach und machen da kein fixes Konzept drauf, aber wir werden schon da bleiben und werden schon öfters Abonnenten mit in dieses LP reinziehen. Da kann auch, ja, meldet euch einfach an, die E-Mail-Adresse wird jetzt hier eingeblendet und dann, dann bewerbt euch und schickt uns was Schönes, warum ihr dabei sein solltet. Bevorzugt sind natürlich Gedichte oder irgendein Bild oder irgendein cooles Video. Da steckt dann mehr Arbeit dahinter und das sehen wir dann auch. Nee, da wissen wir einfach, okay, der hat sich Mühe gemacht und das wird dann auch mehr wertgeschätzt, ne? Du, da ist die Z-Dose, die Sardinen. Was? Ich kann auch gleich sagen, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ja, siehst du, natürlich, haben wir doch gerne gemacht, ne? So, da haben wir zwar einen Haufen Sardinendosen, aber irgendwie können wir keine aufheben. Nein, gerne. Das stimmt. Was liegt da? Was ist das? Camlight, warte, das zünde ich jetzt. Ich habe noch nie ein Camlight gezündet. Dann mach das. Urspannend. Ja, so spannend war das auch wieder. Ja, der Monker da. Das ist super. Kann ich das wieder aufheben? Nein. Wahrscheinlich nicht. Nein. Jetzt ist es dreckig, jetzt hebt man es nicht auf. Aber hast du gehört, dass der Flughafen gesperrt wurde bei uns? Ja, heute der ganze Tag wurde Flughafen gesperrt. Ja. Das ist wirklich selten. Das ist echt selten. Also, da muss ich wirklich schon abgeschneit haben, da geht die Tür nicht zu. Also nicht auf, eher gesagt so. Das sollte man nicht. Dominik, komm hier. Ich bin Ezio Auditore. Schon ist das. Warte, Dominik, schau, ich mach jetzt. Komm,
Ja, wir machen jetzt einen Assassinenangriff. Pass auf, Dominik, du musst hüpfen und dann in die Luft angreifen. Lauf, das war schlecht. Warte. Lauf zu mir, ich hab noch 3 Schuss. So, keine Sorge, ich mach das. Wow. Wow. Ich los, Servus, danke. So, da ist Geld. So, meine Waffe ist leer. Jetzt muss ich auf die große umwechseln. Ja, warte mal, warte, in die Autos, das schaut aus, als hätte es da viel gegeben. Da sind ja Sandsäcke. Das ist aber ein schöner Bunker. Ja, stimmt. Das ist ein schöner... Bus. Ja, umgewandelter Bus. Ja, mit Sandsäcken drauf. So. Achtung, Dominik! Dominik! Du hast ja heute eigentlich schon einen Zombie gekillt, Dominik. Na wieder bin ich in der Wache. Ja, deswegen frage ich ja so blöd. Oh mein Gott! Ich glaube jetzt ist aus. Na, ich habe noch genug Schuss, aber ich treffe gerade nichts, weil ich keine gute Position habe. Okay. Wenn du weglaufst, killst du jetzt. Oh fuck! Ich bin gleich tot! Lauf weg! Ich möchte. Ich möchte frei und freier werden. So, ich. Rauf, Twitter, komm zu mir rein. Lucky Luke! Achtung, Dominik! Ich mache nochmal Lucky Luke. Warte, komm, die können wir umgehen. Da müssen wir jetzt nicht die Munition wasten, die wir nicht haben. Genau. So. Ich frage mich, wie viele Zombies ich jetzt schon abgeschossen habe in der Aufnahme. Gibt's hier einen Counter? Nein, oder? Du könntest einen Counter einbauen für mich. Das stimmt, da müsste ich erzählen, das ist immer anstrengend. Das ist anstrengend. Da hinten ist ja noch ein Haus. Kein Haus, sondern so. Da ist ein. Schau mal. Ich lasse dir das Geld, Dominik. Danke, danke. Du kannst ja dann Munitionswaffen kaufen. Wenn man also stirbt, ist das Geld auch futsch, oder? Das ist eine gute Frage. Nein, das Geld ist gut. Shit, sind da viel Leute! Leute, rein und rauf! Wir rennen rauf, kommt rein ins Haus! Wir rennen rauf! Jetzt ist on! The final countdown! Leute, kommt's! Welche, die haben dich? Ich bin die einzige Frau, ja natürlich haben die mich. Was? Was? Ich rette euch, hoffe ich. Lauft's weg, ich bin draußen noch. Ich bin ein Held. Ich bin eine Heldin. So. Wo seid ihr? Ich bin jetzt draußen im Zelt noch. Ja, ich bin auch noch da. Okay, ich komm runter. Lauf. Wow! Aber ich habe schon ein paar Leute eingeladen. So, pass! Oh mein Gott, ich blute schon wieder. Ich habe fast kein Leben mehr. Wo. Okay. Wer ist denn da oben? Der Dominik. Dominik, komm zu dir. Achtung, Mythe. Mythe, pass auf. Es sind so viele. Mythe, feuer dich an. Mythe vor, noch ein Tor. Unser ziemlich richtig toll. Ich habe mir die Hucke voll. So. Oh mein Gott, Mythe, du hast halt gerade mal die ganze Stadt hinter dir! Mythe, links vor dir, hinter dir! Ich bleib hier. Ich hab mir eine Sonnenterrasse gebaut. So. Awesome hier. Du, Alter, du hast gesagt, du hast ein bisschen Munition. Scheiße, hab ich dir gekillt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dominik war immer ein sehr guter Freund. Der Dominik war immer da, wenn man ihn gebraucht hat. Dominik war ein Meister des Schneeschaufelns. Hat mich immer in Schwierigkeiten gebracht, hat mich in DZ des Öfteren getötet. Aber ich vergebe ihm. DZ des Öfteren, ich hab dich einmal. Ich vergebe ihm, er hat mich vom Geländer in absichtlich. Stoß mich voll weg. Ich werde es auch hier einblenden. Danke. Absichtlich. Bösartig hat er gelacht, aber ich verzeih ihn, möge seine Seele Frieden finden. Danke, sehr lieb. Okay, gut, war hübsch, oder?